Aber wenn wir den ein bisschen anders ausrichten, sollte es gehen. Also, ich probiere das mal. So, nur mal ein paar Stücke abreiße. Und jetzt, ja, ich weiß schon. Jetzt mal gucken. Ich sage Ihnen nicht, dass Sie diesen nächsten Auftrag annehmen sollten, Nö. aber nur ein Narr würde ihn sich entgehen lassen. Du bist ein Narr, Alter. Fuck you, Arsch. So, okay. Und dann erstmal hier den Weg wieder durchziehen. Quasi. Ja. Ja, doch, eigentlich so. Und dann von hier. Nee, von da. Nein! Nein, was tust du? Gmei. What is happening? Ja, das sieht echt super aus. Genauso habe ich das geplant. Exactly, so habe ich das geplant. So, okay. So, jetzt alles wieder verbunden. Und wenn das Ding fertig ist, verbinden wir es auch nochmal darüber. Würde auch gehen. Sie Ja? haben den Auftrag mehr Der ist als öfter mal verdient. da. Sagt nur nie was. Was habe ich erledigt? Den Auftrag? Ja klar. Hallo? What the shit? Natürlich habe ich den Auftrag erledigt. So, Schienen bearbeiten. Und dann von hier. Kein Strom. Okay. Du kriegst gleich aufs Maul. Und Strom. Und überhaupt. So. Joink. Also, wenn das die Transportbewertung nicht übelst rockt, dann weiß ich auch nicht. So. Okay. Kein Umspannwerk. Ja, kommt. Umspannwerk. Spanwerk. Nimm, nimm, da. Joink. Und einmal anschließen, bitte. Danke. So. So, das, also mehr Transportbewertung kann man hier eigentlich tatsächlich nicht reißen auf dem ranzigen Ding. Wir haben auch 100% Instant. Dann kommen jetzt erstmal die Scheißhäuser dazu. Good old Gästetoilette. Let's cack. oder so. Ja. Warte, da. Eins. Mehr. Mehr Toys. Toys are us im wahrsten Sinne des Wortes. Kriegt er da Strom? Ja, gut. Hier kriegt er allerdings keinen. Das heißt, hier muss noch ein Umspannwerk hin. Direkt hinterher. Joink, mit in den Wald und einmal anbinden. Hallo? Einmal anbinden. No can do? Was? Why? Ist zu hart oder was? Das klappt nicht. Okay, cool. Dann reißen wir es wieder ab. Weil da können wir es nicht hinsetzen. Gut, wäre eh blöd, den Wald dafür zu penetrieren. Kleines Umspannwerk. Hierhin. Joink. Und dann. So. Okay. Gut, nächstes Scheißhaus, please. Mehr Scheißhäuser. Ja. Da? Natürlich. Joink. Okay. So. Damit sollten wir die Toilettenbewertung vielleicht auch in die Griff bekommen. Ja gut, zwei. Okay, da brauchen wir nichts. Nächstes Scheißhaus, da. Da geht's ab. Toiletten, Tatsache. So. Und noch eine Toy. Da, die ist noch nicht fertig. Okay. Ah, Alter, come on. Build faster. Da können wir noch erweitern. I see. Ja, passt. Erstmal. Und die Toilette ist auch am Start. Yeah, wir haben eine neue Toilettenanlage eröffnet. Wenn das keine Attraktion ist, 94%. So, jetzt haben wir wieder das Problem, Einkaufsbewertung. Aber wir sind so kurz vor 5 Sternen. Ja, thanks. Einkaufsbewertung müssen wir nochmal verbessern. Good. Was haben wir denn hier an Einkaufsspaß? Kleiderladen. Okay. Das war's. Awesome. Fast Food, D-Bar. Gut, am Hotel, da könnten wir noch was reißen. Wenn wir jetzt hier eventuell einen Souvenirladen, den wir nämlich nicht mehr haben, nochmal versuchen, da rauszureißen. Obwohl, Kleiderladen haben wir schon, ne? Fast Food, der Kleiderladen, da, ja.
Nee, dann Souvenirladen oder Spielwaren. Ah, nee. Die waren eher nicht. Fast Food, Souvenirladen. There you go. Ah, hätte ja auch mal hinpassen können, ne? Aber das wäre ja auch wieder zu einfach. Irgendwer hat wenig Gesundheit, die bekämpfen sich halt die ganze Zeit, ne? Blöden Säge. Who is it? Ja, das war mir klar. The Dinoninkius. Gut, Ranger Team. Bitte einmal Aufgabe hinzufügen. Gut. Passt. Jetzt frage ich mich trotzdem, klappt das? Wenn ich den Laden schon nicht dahin machen kann, Spielwarenladen. Die sind aber alle gleich groß, ja. Das ist natürlich scheiße für uns. Gut, dann bleiben wir beim Souvenirladen. Mal gucken. What? Warum ist das Ding im Weg? Das kann doch gar nicht sein. Filthy Lies. Da? In der Nähe vom Hotel wäre halt super optimal, aber das klappt nicht, I see. Da oben bringt er uns halt einfach nichts, obwohl, naja doch, jetzt vielleicht schon. Das passt ja nur nicht mehr hin. Das Souvenirlade. Fuck. Gut, überall wo wir aussteigen, wird Sinn machen, aber auch hier, obwohl das könnte passen, wenn wir Glück haben, was wir natürlich nicht haben. Das ist aber auch wieder nichts Neues. Ja, scheiße und so. Es fehlt uns nämlich nur noch minimalste Einkaufsbewertung. Dann ist es eigentlich durch hier, die Insel. Achso, oh, wir haben wieder was bekommen. Da war eben eine Meldung. Extrahieren wir doch erstmal alles. Und verkaufen, was wir nicht brauchen natürlich. Wie ich hier einfach fast am meisten Geld eingenommen habe in diesem kleinen Park, ne? Interessant. By the way. Yeah. Da, 76% und da. Alter, haben wir alles. Was wir im normalen Game an Dinos bekommen können, zumindest. Isla Pena. So, Dinosaurier-Sichtbarkeit wäre auch noch was, was wir erhöhen könnten. Nur besteht da keine Möglichkeit. Großartig, wahrscheinlich. Das steht da schon. Also das ist alles schon sehr ausgiebig abgedeckt. Okay, hier noch nicht. Da auch noch nicht. Kein Strom. What? Gut, das haben wir schnell wieder gestartet. Ah, shit, die sind am Arsch der Welt. Naja, nicht wirklich. Ich möchte Ihnen ein Angebot machen, das Sie nicht ablehnen können. Kann ich schon. Ich meine, Sie könnten es natürlich ablehnen. Siehste? Aber warum sollten Sie? Ja, weil es sau einfach ist. Deswegen lehne ich es natürlich nicht ab. Nutzen Sie diese Gelegenheit. Was? Nutzen Sie? Claire, danke. What? Warum habe ich denn hier keinen Platz? Wir alle tun Dinge aus verschiedenen Gründen. Manchmal verstehen wir sie selbst nicht. Aber wenn sie auf Erfolge aus sind, haben sie auf Isla Pena bereits alles erreicht. Got it. Ich muss gar nichts mehr machen. Okay, das war Isla Pena. Das heißt, als nächstes wäre der DLC fällig. Denn ich habe jetzt überall alles frei gezockt. 5 Sterne. Das wurde auch mal Zeit. Kosmetisches Waldland gehen. Das Bleisen erschafft Dinosaurier mit grünem Hautmuster. Quelle. Glatte Grasnatter. Ophiodris venalis. Schiss. Okay, aber wir warten jetzt nochmal bis die Jungs hier zurückkommen. Weil ich denke, dass da ein Pflanzenfresser dabei ist. Und wir dann diese Quest auch beendet haben. Dann haben wir überall 5 Sterne. Wie cool ist das? Beziehungsweise gut, die haben wir nicht dauerhaft, aber wir haben alles freigeschaltet, sagen wir mal so. Normalerweise, wenn ich die DLCs jetzt nicht hätte, wäre jetzt auf jeden Fall Sandbox am Start, aber nope. Ich sage Ihnen etwas, das ich selbst etliche Male gehört habe. Ich weiß nicht, wie Sie es gemacht haben, nur, dass Sie es gemacht haben. Danke. Du vor allem. Du hast das bestimmt etliche Male gehört. Das Einzige, was du von mir zu hören bekommst, ist halt dein scheiß Maul. Bitch. ja. Irgendjemand ist doch schon wieder almost dead as fuck. Aber wer? Oh, ein Raptor. Was geht da ab?
Kämpfe, oder was? Kann das Ranger Team 1 mal übernehmen. Ja. So, haben wir jetzt alles extracted, finally, oder? Nee, dauert noch 1,5 Minuten, na gut. Wir gucken wir doch schon mal die Dinos durch, die wir haben. In GN, Dinosaurs, ja, 10 Stück fehlen noch. Fragezeichen, Fragezeichen. Ankylosaurier, ich habe keine Ahnung. I don't know. Oh, fliegende Dinos, nice. Was auch immer das ist. Obwohl ich die Crossbreeds ja wohl habe, Indominus und so. Moment mal, Indominus, da ist er. Indoraptor, Indominus Rex, die habe ich. Das ist toll. Forschungstechnisch haben wir aktuell nichts Neues. Das heißt, alles andere wäre jetzt per DLC freizuspielen. Das machen wir gleich. Wie gesagt, ich warte gerade noch, bis alles extrahiert ist. Dauert immer noch einen Moment. Gut, dann schauen wir mal, wer da noch kaputt geht. Die bekämpfen sich aber auch dauernd, ne? Yo, Hylorn und Hylorn und Hylorn, Alter. Alle sind sich am Bekämpfen. Super, wie viele DLCs? Ich glaube, wirklich sinnvolle DLCs. 2? 3? Ich habe auf jeden Fall alle drin. Das sehen wir auch gleich, welche das sind. Extracted. Ja, okay, dauert noch ein bisschen, dann können wir die noch heilen. Natürlich geil, dass ich jetzt diese Wertung hier habe, ne? Alles awesome. Alles awesome im Endeffekt. Annehmbares Wohlbefinden. Naja gut, ich meine, die bekämpfen sich. Entschuldigung. Hätte ich nicht gedacht, dass es auf der Insel so schnell geht, ja? Das jetzt natürlich in 30 Sekunden können wir endlich mal gucken, was es für DL to the Seas gibt. Ah. 83%. Das ist super. I like that. Also es war nur die Transportbewertung und die Toilette, die hat's rausgehauen. Sehr geil. Ich hätte nicht gedacht, dass die Transportbewertung dermaßen wichtig ist. Anfangs, später habe ich es dann wohl doch festgestellt. 6 Sekunden und dann haben wir 83%. 86%, hä? Bim. Okay, cool. Dinosaurierbedrohung, sollen wir uns da noch drum kümmern? Jo, wahrscheinlich. Warum? Ach so, weil er den anderen da angreift. Ja gut, das kann ich jetzt nicht ändern. Guck mal, der macht's Ranger-Team platt. Demetria Kantosaurus Alpha. Ja, okay, gut, das ist ja für die Besucher keine Bedrohung, also who cares?